Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Ihr seht ja schon, es geht weiter mit dem Bauteil und heute widmen wir uns dem Rest der Reitanlage. Das Wohnhaus haben wir das letzte Mal gebaut und jetzt geht's zum Reitstall und der kompletten restlichen Anlage. Ich habe roh, glaube ich, 4 Stunden insgesamt daran gearbeitet. Ich weiß, es ist sehr viel, aber die Verschnelligung ist unglaublich krass, also das Rohmaterial war so lang. Und ich will jetzt auch euch so ein bisschen kommentieren, was ich so gemacht habe. Wie ihr seht, habe ich angefangen mit dem Grundriss für den wunderbaren Hof, der es am Ende sein wird. Ich bin mega zufrieden mit dem Projekt und ihr könnt euch das auch runterladen, wenn ihr wollt. Am Ende blende ich euch noch den Namen ein. Genau, ich habe mich dann entschlossen, nicht nur Boxen zu machen, sondern auch Paddocks. Extra nicht so extrem viele Boxen, weil leider kann man die in Sims ja gar nicht nutzen. Man kann gar nicht so viele Pferde halten. Deshalb habe ich jetzt auf jeder Seite 4 Boxen gemacht, was uns zu 8 Pferden bringt und das fand ich eigentlich ganz nett. Hab dann nochmal alles so ein bisschen verschoben. Ich mag, dass man alles so ein bisschen Symmetrie verfolgt, wie ihr vielleicht sehen könnt. Der Paddockboden war dann so ein bisschen, in so einer Matschfarbe. Das sollte eher wirklich Erde sein, wisst ihr, wie ich meine? Also ich wollte erst Platten reinmachen, aber ich finde, so sieht es irgendwie am schönsten aus. Dann ging es auch schon zu der Türe und ich habe so ein bisschen mit den Fenstern angefangen. Ich habe ewig rumprobiert, was da am besten aussieht. Das kommt jetzt nicht so rüber, aber es hat sehr, sehr lange gedauert. Genau, dann habe ich so ein paar kleine Fenster reingemacht, bis es dann auch zu den Wänden ging. Ich habe da auch ein paar Sachen ausprobiert, habe mich dann am Ende aber für dieselben Look wie das Wohnhaus entschieden. Das seht ihr ja jetzt. Und habe dann auch die Balken mit eingearbeitet. Genau, ihr seht jetzt auch, wie ich das Dach gemacht habe. Da hatte ich ein bisschen meinen Struggle, weil ich wollte eigentlich so ein richtig nices Heulager oben errichten. Das hat dann mit den Dächern aber nicht so gut funktioniert. Und ihr seht gleich, was ich dann daraus da oben gemacht habe. Es war alles so ein bisschen Fehlversuch zwischendurch, weil es einfach mit den Dächern nicht funktioniert hat. Aber dann habe ich das Ganze mit Pfosten gestützt und dachte mir, ich mache da oben dann einen anderen Bereich hin. Hier sind noch ein paar Balken, die verlegt werden und jetzt müssen wir kurz warten, bis es an der Stelle weitergeht. So ein bisschen Stroh bzw. Heuballen, ich weiß gar nicht, wurden dann einfach da oben platziert, weil ich mir dachte, das ist unterdacht, das ist ja auch ganz nett. Und dann habe ich den Bereich oben umzäunt, um da so ein bisschen so eine Chill-Lounge zu machen. So ein bisschen wie ein offenes Reiterstübchen, weil ich dann quasi keins innen hatte, sondern nur eins außen. Habe so Blumen noch auf die Pfosten gesteckt, weil ich es ganz nett fand und habe dann ewig rumprobiert, bis diese Treppe hier gut funktioniert hat, weil irgendwie war da immer ein Pfosten, der nicht weg wollte. Ihr seht dann auch gleich, wie ich das dann gelöst habe, ein bisschen doof, aber es gibt auch immer ein paar Probleme bei Sims im Baumodus, die man dann irgendwie nicht anders gelöst bekommt. Deshalb musst du deine Pflanze herhalten, also ja, das werdet ihr gleich sehen. Allgemein habe ich mich sehr im weißen oder beigen Stil gehalten und habe aber am Ende auch sehr, sehr viele Pflanzen hinzugefügt. Also das werdet ihr im Laufe der Zeit auch noch sehen. Selbst da oben kamen noch ein paar Pflänzchen hin, das sind einfach Kunstbäume. Denken wir uns jetzt einfach, kam das Dach und alles noch dazu. Ich wollte auch ein bisschen Wasserakzente, deshalb habe ich außenrum einmal eine Buschreihe und dann noch einen Teich gemacht. Ich finde, das wirkt einfach richtig schön modern. Und dann ging es noch an die restlichen Pfosten und Fenster. Ja, hier seht ihr, habe ich mich für diese Fenster entschieden. Ich empfand die einfach als stylisch, modern und trotzdem aber irgendwie in einem Hoflook. Oben waren es dann wieder diese dreieckigen. Ich finde die irgendwie total schön, ich weiß auch nicht wieso. Da oben auf das freie Reiterstübchen kamen noch so ein paar Deko-Accessoires dann mit drauf, wie ihr hier seht. Und noch so ein bisschen blumelige Gestaltung, aber nicht übertrieben, also wirklich ganz entspannt und auch sehr schlicht gehalten. Die restlichen paar Fenster, bis dann endlich die Fenster auch fertig waren und da hinten gab es noch einen kleinen Ausgang. Das wird dann später die interne Sattelkammer. Dann ging es zu den Wegen, Leute. Bei den Wegen habe ich auch extrem lang gebraucht, immer bis ich das so habe, wie das mir gefällt. Wie ihr seht, habe ich dann gleich auch noch am Haus was verändert, weil es dann mit meinem Vorgarten nicht mehr so zusammengepasst hat. Da musste ich dann ein bisschen kreativer werden, aber ja, naja, das wird schon noch, Leute, vertraut mir. Dann kamen die ganzen Umrundungen um diese Wege quasi in weiß. Ich finde, das wirkt einfach ein bisschen moderner, ein bisschen stylischer. Und statt diese 2 kleinen Teile habe ich dann einen großen Teich gemacht.
Seht ihr auch gleich noch, wie ich den ein bisschen mehr gestalte. Habe ich so ein bisschen probiert, was für Bäume ich hier hin tun möchte. Bin dann bei diesen hier gelandet. Und ja, bei dem Grünzeug probiere ich allgemein noch ewig viel rum. Also es bringt gar nicht, euch jetzt schon final was zu sagen, weil da kommt immer wieder was Unterschiedliches mit rein. Tatsächlich kam es dann noch zu einem guten alten Brunnen im Teich. Ich fand das irgendwie sehr, sehr schön. Wurde dann mit ein bisschen Grünzeug noch aufgepimpt. Ihr werdet gleich sehen, es sieht irgendwie ganz nice aus. Und so ein Zaun wurde rumgemacht. So hat das Ganze dann einfach ein bisschen mehr Wirkung gehabt, meiner Meinung nach. Die Seerosen kamen dann wieder weg, nachdem ich es ausprobiert hatte. Und es ging weiter mit den Wegen. Es ist mir aufgefallen, es ist ein bisschen viel Weg und wenig Anlage. Und habe da dann wieder ein bisschen rumprobiert. Also die Wege, wie gesagt, waren mein größter Struggle, den es überhaupt gibt. Dann ging es auch endlich los mit Paddocks und Koppel. Ihr könnt es schon erraten, das Kleine sind die Paddocks. Und das Große wird die Koppel. Da wir nur 8 Pferde haben, habe ich gedacht, das passt, das reicht. Ja, da war auch wieder so ein Platzproblem, weil ich möchte natürlich symmetrisch alles. Und bis dann die Paddocks gepasst haben, hat es auch ein bisschen gedauert. Aber ich war dann relativ zufrieden. Danach ging es auch zum Springplatz. Es ist mal wieder ein Springstall geworden und dementsprechend haben wir da einen schönen quadratischen Platz. Das kann man ja beim Springen gut machen. Meine erste Idee war quasi so 4 Sprünge in die Mitte zu machen, fand ich dann aber doch hässlich und habe mich dann umentschieden, alles gelöscht und nochmal gemacht. Ich habe ein paar höhere Sprünge reingemacht und dann auch noch so ein paar Cavalettis, was ihr gleich sehen werdet. Ich bin nicht so ganz mega zufrieden mit der Anordnung, aber ich finde, es macht auf jeden Fall Sinn und die Sprünge sind so auf jeden Fall alle nutzbar. Man kann die ja eh nicht im Parcours reiten. Schön mit Sandboden rausgefüllt ging es dann auch weiter mit so ein bisschen Deko-Aspekten. Also ihr seht ja hier, wie ich alles so ein bisschen dekoriere. Die Wassertröge kam rein und auch das Heu. Es ging noch so ein bisschen nochmal ins Grünzeug. Also ihr seht, so ein paar Bäume werden reingesetzt und da habe ich mir ehrlich nochmal Gedanken gemacht, wie es ganz schön wirken kann. Zwischendurch auch ein bisschen Accessoire-mäßig. Ihr habt ja gesehen, da gab es Futtertröge dann rein, Grünzeug, einfach alles so in der Ausgestaltung, dass es einfach schön aussieht. Da passiert jetzt ja so einiges, da komme ich gar nicht hinterher, das zu erzählen. Schaut es euch einfach an, wie ich da rumprobiere mit den verschiedenen Grünzeugarten, dass es symmetrisch und doch aber realistisch irgendwie aussieht. Dieser Baum war der größte Struggle meines Lebens. Ich konnte mich nicht entscheiden, welchen Baum ich nehme. Bin dann mit dieser Linde oder was auch immer das ist, oder Trauerweide, so sieht es zumindest aus, gelandet. Und hier kam dann mein persönliches Lieblingsfleckchen, so ein kleines Blumenbeet, nein, eigentlich ein Riesenblumenbeet, weil ich dachte, so ein bisschen Farbe muss da dann doch noch rein. Und habe ich echt ein bisschen rumprobiert, bis ich dann einigermaßen happy war. Es ist wirklich ein sehr, sehr buntes Blumenfeld. Aber gibt dem Ganzen nochmal einen Pep. Dann ging es in den Stall rein und da wurde ein bisschen noch dekoriert, wie ihr hier seht. Also natürlich viel Stauraum, viel Platz für die ganzen Sachen. So ein bisschen Grünzeug und dann auch die ganzen Trensen und Sattelhalterungen. Schabracken wurden auch mit reingemacht. Das ist so ein bisschen die Sattelkammer-Ecke, wie ihr sehen könnt. Schubkarren und Apple Voice. Jedes Pferd hat auch noch einen Leckstein bekommen. Und dann kamen überall noch Deko-Elemente drauf, Putzboxen und sowas, weil ich dachte, das passt einfach gut dazu. In die Ecke sollte so ein bisschen die Futterecke sein. Ich weiß nicht, ob es rüberkommt, aber ich glaube, ihr könnt es euch denken. Zusätzlich natürlich auch noch mehr Stauraum überall. Alle haben auch noch so ein Spielding in die Box bekommen, Anbindeteile, ein bisschen Bäume und hier noch ein Teppich für die... ja, ich weiß nicht, ob ein Teppich so schlau ist, aber es sah schön aus. Noch mehr Stauraum. Weil wieso nicht? Ich musste den Platz füllen und dann tatsächlich auch so ein bisschen Sitzgelegenheit noch, also 2 zumindest und am Ende dann auch noch ein paar Bilder, weil ich dachte, sonst sieht es so extrem trist aus. Ich bin nicht ganz zufrieden mit der Innengestaltung von dem Stall, aber da bin ich auch noch nicht so mega gut drin. Also ja, es ist nicht perfekt, aber es hat auf jeden Fall was und es ist sehr modern und offen. Fast ein bisschen zu sehr, aber trotzdem bin ich einigermaßen zufrieden. Dann kamen noch so ein paar extra Feinschliffe hinzu, wie die Anhänger etc. Und dann war der Hof eigentlich auch schon so gut wie fertig. Ich werde mich jetzt frühzeitig verabschieden und wünsche euch ganz viel Spaß, denn jetzt zeige ich euch einmal die komplette Anlage einfach im Film und blende euch am Ende auch ein, wie ihr den Hof finden könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Thank you.